So. Oh. Den will ich. Wer ist da? Wer stört mich in meinem Schönheitsschlaf? Die Sonne scheint, ich sollte eigentlich tief und fest schlafen. Oh nein, ich muss ihn so lesen. Aber da ich jetzt einmal wach bin, wie wäre es mit einem kleinen Rundflug? Drücke im Standardmodus B, um dich fest zu halten. Willst du loslassen? Lass einfach den Knopf wieder los. Ich bringe dich hin, wo immer du auch hin willst. Und Uhund, soweit Uhunds meine Flügel tragen. Achte auf meinen Schatten und greif zu. Und hab. Ja, meine Füße. Das war ein Insider im Layton 5 LP, nicht. Also im Maske der Wunder. Da kam das am Ende dran. Aua, mein Fuß. So. Ja, nach jedem Speichern, wenn schon, denn schon. So, die 20, die schaffe ich heute auf jeden Fall noch. Möchte ich meinen. Ach, da steht ja doch, wie viel Zeit verstrichen ist. So, jetzt aber diesmal ein Schuss ins Blaue. Wie bin ich hierher gekommen? Ende. Was da im Chat steht. Warum kommen jetzt auf einmal Leute auf Desmond der Mondbär? So, ich wollte hier ja eigentlich bloß hier rüber springen und habe dann die Eule gesehen. Nein, ich will nicht. Ich will nicht noch einen Eulenflug. So. Moment. Also, Professor Layton. Eine Stunde in Laytologie. Der erste Teil war Professor Layton und das geheimnisvolle Dorf. Dann kam Professor Layton und die Schatulle der Pandora. Dann kam Professor Layton und die verlorene Zukunft. Dann kam Professor Layton und... Oh Gott. Ach Mann, das komische Phantom, der Ruf des Phantoms. Dann kam die Maske der Wunder und dann kam das Vermächtnis von Aslant und gänzlich außerhalb dieser Chronologie liegt anscheinend Layton vs. Ace Attorney, beziehungsweise irgendwo vielleicht in der ersten Trilogie, welche zeitlich die zweite ist. Chronologisch, also innerhalb des Universums, weil... die zweite Trilogie, die erschienen ist, ist eine Prequel-Trilogie. Mein Gott. So, da rein. Boing. Tada. Und schon haben wir einen Stern freigelegt. Durch unseren Schuss ins Blaue. Wie habe ich das nur geschafft? Weil ich wusste, wie das geht. Okay, und das war ein bisschen zu niedrig. Na dann nochmal. Wenigstens muss ich diesmal nicht so weit zurücklaufen. So, stimmt, Layton vs. Ace Attorney kam in Japan ja eigentlich früher raus als Vermächtnis von Aslant. Das hat ja bei uns so ewig gedauert, bis es mal rauskam. Oh. So. machen wir doch noch eins weiter. Und jetzt geht's auch noch weiter. Moment, ein Schuss ins Blaue war das nicht? Das war... Die Wand ist im Weg, ups. Was ist denn ein Schuss ins Blaue? Was ist ein Schuss ins Blaue nochmal? Ah, ich denke, ich weiß es. Na, Moment. Ey, das klappte ja sogar. Moment. Ich schaffe das auf die Art und Weise. Zwar nicht schnell, aber ich schaffe es.
Ach man, er braucht eine gewisse Startgeschwindigkeit, aber... Ah, es geht doch. So, jetzt weiß ich, wo der Schuss ins Blaue ist. Das ist die gleiche Kanone, würde ich sagen, aber woanders hin. Nämlich in dieses Blaue da. Nee! Upsi! Oh Mann, oh. Mamma mia! Ich wollte gerade singen, ja, so geht's, aber das... Also das hätte nämlich gerade zum Chatverlauf gepasst, weil das da jemand gepostet hat. Aber... ja. Ach, das wollte ich doch nicht. Geh weg, du Eule. Das klingt gemein. Aber das ist wirklich eine Eule. Und hepp. So, diesmal schaffe ich's. Den Schuss ins Blaue. Okay. Höher als vorher. Was müsste ich, glaube ich, ja. Und gegen die Wand, danke. Schön, dass das geklappt hat. So, und hier ist irgendwo der Stern. Willkommen zurück, P-Play. Ich müsste mir mal den japanischen Teaser von Layton vs. Ace Attorney angucken. Danke für den Hinweis. Da sollen wohl Szenen dabei sein, die sonst nicht im Spiel enthalten sind. Cool, cool. Vielleicht sind die aus dem Film. So, rote Münzen auf einsamer Insel. Ja, dann können wir das auch noch machen und dann sind wir hier auch schon fast durch diese Welt. Hopp. Hier. Moment, ach, ich gehe hier lang. Da sind ja auch Münzen. So viel dazu, dass die auf einer einsamen Insel sind. Ja, oder das ganze Ding ist eine Insel. Dann würde ich da sogar mitgehen. Wenn das ganze Teil hier als Insel bezeichnet wird. So, hier ist eine. Okay, hier ist eine. Die hole ich mir mal schnell. So. Dann schleiche ich hier mal für die nächste. Blüpp. Da ist schon wieder eine. Nein, ich brauche jetzt keine Münzen mehr. Derzeit. Und hepp. So, nur die rote da. Nein! Spring nicht in den Todpilz! Todpilz. Der kam unerwartet, selbst für mich. Okay, wir haben 5 von den roten Münzen bisher. Dann gucken wir mal noch, ob wir 3 weitere zusammenkriegen. Zur Not gehe ich in ein anderes Level und hole mir da die restlichen. Ha, wenn das denn ginge. Okay, was wir hier machen, wir hauen einfach mal dieses Teil weg. Und kommen dadurch nämlich hier lang. Kameraführung. Okay. Nee. So einen langen Sprung wollte ich dann lieber nicht versuchen. So, und es fehlt uns nur noch eine Münze. Die ist... Ich hab keine Ahnung wo. Boah. Da drüben nicht. Wusch, wusch, wusch. So, ich würde ja fast sagen, da unten drunter, aber ich glaube nicht. Da drauf ist keine. Wo haben die hingelegt? Ich meine, da war eine. In Super Mario 64. Ja, stimmt. Das Let's Play ist Super Mario und alle reden nur über Layton. Schämt euch. Und ich mach auch noch mit. Danke. Moment. Ruf des Phantoms? Szene Vergangenheit von Clark und Layton?
Ach so, ja, Goldene Garten. Stimmt. Stimmt, Clark. Oh, ich hätte jetzt so fast mit Clive das Ganze verwechselt. Aber Clive ist ja jemand anders als Clark. So, hier noch rüber. Und da haben wir unsere letzte Münze. Oh! Hilfe, Hilfe, Hilfe! Hilfe! Ich fass es nicht. Ach, da dachte sich jemand, er schaut mal kurz rein. So, so. Damit hättest du nicht gerechnet. Ne, 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 ne. Hört man mich jetzt mal? Ich würde sagen, ja. Dann kann ich das ja jetzt ausmachen, oder? Also, beziehungsweise den Ton ausstellen. Du kannst den Ton ausstellen, sonst hörst du den nämlich doppelt und das zeitversetzt war. Ja, das ist sowieso zeitversetzt für mich. Oh Mann. Da kennt mich noch jemand von damals, Alter. Ah. Ich sehe, ja. Du bist fleißig am rote Münzen sammeln, beziehungsweise hast du schon geschafft. Ja, ja, ich habe sie schon geschafft und jetzt habe ich auch zumindest mal den Stern dafür bekommen. Ja, stimmt, der ist einfach da unten dran. Ah, eigentlich müsste ich noch Markt sagen, dass ich gerade am Aufnehmen bin. Wieso? Wolltet ihr was machen, oder? Nein, aber er denkt ja immer noch, dass ich Superman 64 spiele. Ach, ja, genau. Naja, ist ja fast das Gleiche, ne? Moment, war das eigentlich jetzt... Hatte ich nicht noch jetzt hier einen Stern offen? Ein Stern im Vor. Ich weiß nicht, ich bin gerade... Ja, ja, genau. Ich habe das ja auch gespielt, von daher weiß ich, wo die Sterne sind. Ja, aber auch die DS-Version? Nee, die nicht, aber ist ja soweit gleich. Oder ach, hier sind sogar mehr Sterne. Nee, hier gibt es tatsächlich mehr Sterne und dieser eine, den ich gerade holen will. Ich mache schon wieder den gleichen Fehler wie vorhin. Der ist... Weiß ich nicht, der ist mir neu jetzt, der eine. Ja. So, jetzt versuche ich nochmal meinen Mega-Jump. Ja, oh, das gibt's doch nicht. Okay, ich lass es. Mega-Jump bei mir kommt. Ich wollte eigentlich nicht sterben jetzt, nein. Ich will eigentlich einen, so einen Weitsprung machen, aber irgendwie kriege ich den in dem Moment nie hin. Gott. So, ein Stern im Vor. Ich finde mein erstes Stern. Beantworte du doch mal die Fragen in dem Chat, die an mich gestellt werden, eventuell. Kannst du Japanisch? Ja, genau. Ah, es geht! Ich hab's geschafft. Ich stell dir die Frage, dass einfach ein Reifen kommt. Genau, du. Oh, jetzt hab ich jemanden. Jetzt hab ich meinen eigenen. Livestream-Assistenten. Ist ja wunderbar. Ah! Was, wo ist denn jetzt aber der Stern im Vor? Ja, im Vor. Du bist ja gerade aus am Vor. Ja, muss ich da hoch, um dann reinzukommen oder so? Oder? Ich weiß es nicht, ich kenn's nicht. Ich auch nicht. Kennst du alle Katakana und Hiragana auswendig? Oh Gott. Oh Gott. Ich kenne sie leider nicht auswendig, aber wenn ich welche sehe, dann weiß ich, dass es welche sind. Ich kann sie nur dann manchmal nicht zuordnen. Weißt du, was ich immer ganz schlimm finde? Ich lese ja den Manga von Detective Conan und versuche immer zu reden. Es ist immer ganz schlimm, wenn sie irgendwelche Rätsel mit Japanisch haben, was ich dann erst gar nicht verstehe. Okay, also hier ist kein Stern, den ich jetzt schon habe. So, dann wollen wir mal runter. Aber wo soll der denn dann? Ein Stern im Vor. Machst du die jetzt wirklich alle nach der Reihenfolge? Aua! Nicht ganz. Ich versuch's eigentlich, aber hier ist doch nix. Ich weiß nicht. Vor allem, was hat sich denn, was soll denn sich an der Stage geändert haben? Gibt's hier irgendjemanden, der mir eine Hilfestellung geben kann? Also irgendein NPC oder so? Ich gehe mal wieder runter zum Start oder zumindest in die Nähe. Boah, dafür kriege ich schon Schaden. Äh,
vielleicht hilft mir ja nochmal die Eule da. Dein Stream-Sklave, siehst du, ich bin ein Sklave. Ah. Also normalerweise für Sachen, die ich selbst mache und noch nicht hochgeladen habe oder für Musik, die ich mache oder sowas, da habe ich immer sowas gehabt, das habe ich Testopfer genannt. Aber du bist jetzt mein Stream-Opfer. Aber nee, Stream-Sklave klingt gut. Okay, ich würde meinen, das hilft mir nicht. Aber vielleicht sehe ich dadurch mehr.